Gut. Herzlich willkommen, Kosten und Preis, Teil 2. Ich hoffe, ihr seht meinen Screen und ich hoffe, ihr seht da die wichtigsten Sachen. Heute geht es darum, Preisfunktion, Erlösfunktion, Gewinnfunktion, Carnotscher Punkt, gewinnmaximierende Menge und so weiter, die wichtigsten Komponenten in der Kosten- und Preistheorie nochmal zu erklären. Wie gesagt, das ist der zweite Teil. Wer den ersten Teil sehen möchte, der liegt im Portal. Wer in der WhatsApp-Gruppe drin ist, das ist in der Gruppenbeschreibung, ist der Link zum Portal. Da wird es uns dann nachschauen, wenn man das braucht. Ich hoffe, ihr seht meinen Screen. Das ist einmal ganz wichtig. Und da machen wir heute weiter mit Teil 2. Und da geht es darum, als erster Schritt die sogenannte Preisfunktion zu erkennen. Und mit dem fangen wir jetzt an. Die Preisfunktion. Die Preisfunktion heißt, oder um wie viel Kohle verchecke ich das Ganze. Wie viel Kohle verkaufe ich meinen Fußballschuh, mein Kebab, meine Backerl-Kondome, keine Ahnung, irgendwas. Das heißt, eine Preisfunktion schaut in vielen Bereichen entweder so aus, oder schaut in vielen Bereichen entweder so aus. Was immer bei Kosten und Preis oder bei der Preistheorie ist, ist immer auf der X-Achse gibt es immer die Mengeneinheiten ME. Mengeneinheiten ME. Das ist immer auf der X-Achse. Und auf der Y-Achse ist immer wichtig, das ist ja Preis pro Stück. Preis pro Stück, das heißt, die Einheit ist in den meisten Fällen Geldeinheit pro Mengeneinheit. In manchen Fällen nur Geldeinheit, aber meistens ist es einfach Geldeinheit pro Mengeneinheit. Und da gibt es jetzt einmal ein paar wichtige Sachen, die wir da checken sollen. Nämlich bei so einer Preisfunktion gibt es einmal das erste Szenario, das vorkommen kann, und das ist ein sogenannter Fixpreis. Das ist ein sogenannter Fixpreis. Fixpreis heißt, hey Alter, mein Kebab kostet immer 3 Euro. Ja, egal wie viel Kebab, das ich verchecke, mein Kebab will immer 3 Euro kosten. Egal wie viel Kebab das ich verkaufe, mein Kebab kostet immer 3 Euro. Das ist ein Fixpreis. Erstes Szenario. Das zweite Szenario, das ist jetzt kein Fixpreis mehr. Da ändert sich der Preis abhängig von der Anzahl, die ich verkaufe. Desto höher die Anzahl, desto niedriger ist der Preis. Wenn es solch ein Szenario ist, dann nennt man das manchmal auch eine sogenannte Nachfragefunktion. Nachfragefunktion. Das nennt man manchmal auch die sogenannte Nachfragefunktion. Warum? Weil Angebot und Nachfrage, das kennt ihr ja aus Geografie oder so, weil die Nachfrage das Angebot oder den Preis bestimmt. Und wenn man sich das anschaut, dann ist ganz wichtig, dass man versteht, dass nur ein gewisser Bereich, nur ein gewisser Teilbereich von so einer Nachfragefunktion einen Sinn macht. Warum? Weil das würde bedeuten, desto größer die Nachfrage, desto größer die Stückzahl, die ich verkaufe, desto geringer wird der Preis. Und was würde das da unten bedeuten? Da unten, das wird bedeuten, dass irgendwann der Preis null ist. Aber das ist ja voll der Blödsinn. Weil wenn ich auch 3 Millionen Kebab kaufe, dann wird das Kebab nicht auf einmal 0 Euro kosten. Das heißt, der Preis, die Preisfunktion oder die Nachfragefunktion macht natürlich als Funktion da einen Sinn, aber in solchen Bereichen macht es natürlich keinen Sinn mehr. Weil irgendwann wäre dann der Preis 0 und das kann nicht passieren. Aber wir wissen, Mathematik ist eine Funktion oft einmal. Aber der Punkt da, dieser Punkt, alle von euch, die mal vielleicht Wirtschaft studieren wollen, dieser Punkt ist ein wichtiger Punkt, weil es ein theoretischer Punkt ist. Und das ist erstens mal die Nullstelle von der Preisfunktion. Preisfunktion kleines p von x, kleines x ist gleich 0. Das ist einmal die Nullstelle der Preisfunktion. Aber wie heißt denn der Punkt da, diese Stelle? Das ist die sogenannte Sättigungsmenge. Das ist die sogenannte Sättigungsmenge.
Und das heißt, ja, theoretisch, ab einer Sättigungsmenge von 3 Millionen Stück, würde der Preis auf Null sein. Wie gesagt, theoretischer Wert gibt es nicht. Der zweite Wert, der bei so einer Nachfragefunktion wichtig ist, das ist der Höchstpreis. Das ist dieser Punkt. Das ist der sogenannte Höchstpreis. Höchstpreis. Das sind auch Sachen, die, wenn man es dann checkt hat, nicht schwer sind. Und wie kriege ich den Höchstpreis aus? Das ist klein p von 0. Das ist der Höchstpreis. Aber auch die Preisfunktion an der Stelle 0. Wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, wir haben eine Preisfunktion, die schaut so aus, minus x plus 100, so eine Preisfunktion, dann wäre natürlich der Höchstpreis bei 100, weil wenn ich da 0 einsetze, kommt da 100 raus. Und für jedes Stück, was ich verkaufe, wäre nichts anderes als wir der Preis geringer. Zum Beispiel, wenn ich ein Stück verkaufe, dann steht da minus 1 plus 100 ist 99 und so weiter. Das heißt, das wäre genau solch ein Szenario. Und natürlich könnte man da die Nullstelle berechnen, ist gleich 0, schmeiße ich das x rüber und dann wäre die Sättigungsmenge auch 100. Aber wichtiger Unterschied, 100 ist der Höchstpreis, sprich Geldeinheit. Oder 100 ist natürlich in diesem Beispiel auch die Sättigungsmenge, aber das ist dann Mengeneinheit. Gell? Aber so schauen zum Beispiel typische Preisfunktionen aus. Oder natürlich kann eine Preisfunktion ausschauen wie beim Kebabstandl. Sagen wir zum Beispiel, ein Kebab kostet 3 Euro. Ja, egal wie viel Kebab das ich kaufe, es wird immer 3 Euro kaufen, kosten, außer ich kaufe mir mal 3 Millionen oder so, aber vorher werde ich keinen Rabatt kriegen. Aber wenn die ganze Klasse ein Kebab kauft, kostet es immer 3 Euro. Das heißt Fixpreis. Gell? Typische Preisfunktionen oder Nachfragefunktionen schauen einmal so aus. Ganz selten rechnet man mit der Preisfunktion, aber die Preisfunktion brauche ich in den meisten Fällen so, dass ich da irgendwie weiterrechnen kann. Nämlich, ich baue die Preisfunktion so auf, dass ich damit was mache. Nämlich den sogenannten Erlös. Die sogenannte Erlösfunktion. Die Erlösfunktion heißt nichts anderes, hey Alter, wie viel Umsatz mache ich? Was heißt denn das für unser Kebab-Standl? Ja, wenn ich 0 Kebab verkaufe, schauen wir mal x hin für Kebabs und y hin für, oder Erlös für die Kohle, zum Beispiel so. Und dann kann ich sagen, ja, wenn ich 0 Kebab verkaufe, dann werde ich ja keinen Umsatz machen, 0 Euro. Wenn ich 1 Kebab verkaufe, dann kriege ich 3 Euro. Wenn ich 2 Kebab verkaufe, kriege ich 6 Euro. Wenn ich 3 Kebab verkaufe, kriege ich 9 Euro. Das ist mein Umsatz. Gell? Mein Umsatz ist das gleiche mal wie der Erlös. Und der Erlös ist großes E von kleinem x. Wichtiger Unterschied, Erwartungswert ist großes E von großem x. Also mal der Umsatz oder die Erlösfunktion. Die wichtigste Eigenschaft von der Erlösfunktion, die schaut ja oft zum Beispiel, entweder schaut die so aus, schief zeichnet, oder schaut so aus. Zeichnen kann ich nie, aber es wurscht. Zum Beispiel Mengeneinheit oder Geldeinheit. Aber die wichtigste Eigenschaft von einer Erlösfunktion ist immer, dass ich, wenn ich nichts verchecke, dann werde ich auch keinen Umsatz machen. Das heißt, wenn ich nichts verkaufe, mache ich auch keinen Erlös, mache ich keinen Umsatz. Das heißt, die wichtigste Eigenschaft einmal zum Erkennen ist immer, die Erlösfunktion geht immer durch den Nullpunkt. Sonst war es kein Erlös. Wenn ich nichts verkaufe, mache ich ja keinen Umsatz. Gell, aufpassen, Erlösfunktion immer da durch. Und die Erlösfunktion, man, natürlich, manchmal kann man mit der Erlösfunktion ein paar Sachen machen, wie zum Beispiel den maximalen Erlös ausrechnen oder den minimalen Erlös ausrechnen. Meistens kann man natürlich einen maximalen Erlös ausrechnen. Das schaut irgendwie, stellen wir uns vor, ich habe eine Erlösfunktion,
die schaut irgendwie so aus, also e von x, irgendwie so. Das ist meine Erlösfunktion. Und typische Matura-Frage ist, berechnen Sie den maximalen Erlös? Ja, maximaler Erlös ist einmal der Punkt da oben, oder? Der Punkt da oben ist der maximale Erlös. Und maximaler Erlös heißt, dort, wo die Steigung 0 ist, also e' von x ist gleich 0, dort, wo die Steigung 0 ist, dort haben wir ein Minimum oder Maximum. Aber was haben wir auch gelernt? Damit ich weiß, dass das Ganze sich wirklich um ein Maximum handelt, haben wir immer gesagt, das ist wie ein negativer Smiley, weil negativer Smiley heißt Maximum. Und Smiley heißt immer zweite Ableitung. Das heißt, die zweite Ableitung muss kleiner wie 0 sein, damit es sich wirklich um ein Maximum handelt. Das wird uns heute auch noch beschäftigen. Erste und zweite Ableitung. Was da ganz oft vergessen wird, ist, dass man die zweite Ableitung sich anschaut. Warum? Weil ich brauche wirklich eine Begründung, ob das wirklich ein Maximum oder ein Minimum ist. Weil es hätte genauso ein Minimum sein können. Ja, Alter, dann rechnen wir das Minimale aus und ich würde eigentlich das Maximale haben. Das heißt, die zweite Ableitung ist immer wichtig, sprich die Krümmung ist immer wichtig, weil ich möchte wissen, ja, ist das ein Maximum, ist das ein Minimum, ist das ein Sattelpunkt, whatever. Das heißt, die zweite Ableitung immer mit die Smileys denken, negative Krümmung, negative Krümmung, negative Krümmung heißt Maximum. Positive Krümmung heißt Minimum. Positive Krümmung heißt positiver Smiley, heißt Smiley gut drauf, fertig. Also mir das ist wichtig. Smiley ist immer denken, ja Alter, wenn ihr euch denkt, was würde der mit den Smileys, aber das ist wirklich praktisch. Aber, wie gesagt, meistens brauche ich den Erlös auch nicht, meistens brauche ich den Preis auch nicht, meistens brauche ich das nur, damit ich weiterrechnen kann. Nämlich, das ganz das Wichtigste, das fast immer zur Matura kommt, das ist die Gewinnfunktion. Das braucht man. Und was ist denn der Gewinn? Der Gewinn ist, den ganzen Umsatz, was ich mache, den ganzen Umsatz, was ich mache, e von x, minus meine Produktionskosten, k von x. Wer jetzt nicht weiß, was das da ist, schaut sich bitte das erste Video an. Das liegt da im Portal unter Kosten und Preis drin. Das heißt, die Gewinnfunktion ist einfach der Umsatz, den ich mache, die ganze Kohle, minus meine Produktionskosten, Betriebskosten und so weiter, die drinnen. Da stecken meistens unsere Fixkosten drinnen oder unsere variablen Kosten drinnen und das ist da drinnen. Aber wichtiger Sachverhalt ist Erlös minus Kosten. Und das brauche ich oft nicht nur rechnerisch, sondern das braucht man oft auch grafisch. Und jetzt fange ich mit dem grafisch an, weil das heißt Erlös minus Kosten. Und weil es bei der Matura so beliebt ist, fange ich mit dem jetzt mal grafisch an, damit man das jetzt einmal gut checkt. Ganz ein beliebter, wichtiger Punkt, damit man es auch checkt. Das heißt, stellen wir uns vor, wir haben irgendeine Erlösfunktion, die schaut halt irgendwie so aus. Irgendeine Erlösfunktion. Wir wissen, die Erlösfunktion, die geht da durch den Ursprung durch. Meistens ist so, bei der Matura muss ich das automatisch erkennen, was halt das ist. Da weiß ich mal, Alter, das ist höchstwahrscheinlich die Erlösfunktion. So. Und dann haben wir, sagen wir theoretisch, ich habe eine Kostenfunktion. So, fangen wir mal einfach an. Das ist meine Kostenfunktion. Kostenfunktion erkenne ich meistens, dass ich am Anfang irgendwelche eine Fixkosten habe. Also ich habe am Anfang irgendwelche eine Fixkosten. Ich muss den Ofen vom Kebab einschalten. Ich muss meine Angestellten zahlen. Ich muss die Miete vom Raum buchen und so weiter. Und somit erkennt man auch die Kosten. Bitte merken, Kosten heißt oft Betriebskosten, Produktionskosten, Gesamtkosten. Was heißt das? Heißt nichts anderes wie, wie viel Geld kostet mir mein Betrieb? Und wenn ich meinen Umsatz habe, was die Kohle, was ich reinkriege und die Kohle, was ich ausgeben möchte, dann ist natürlich, wenn ich es abziehe voneinander, dann ist das natürlich dann der Gewinn. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt, dass man das irgendwie grafisch versteht. Nämlich, wenn ich da jetzt mal am Anfang habe ich keinen Umsatz
Und ich habe aber einen Haufen Fixkosten. Und das heißt, ich möchte jetzt gerne den Gewinn einzeichnen. Dann heißt es, ganz am Anfang habe ich keinen Umsatz, aber einen Haufen Fixkosten. Das heißt, leider habe ich am Anfang einen Scheiß, nämlich ich habe am Anfang genau einen negativen Gewinn. Einen negativen Gewinn heißt, ja, Scheiß für mich, oder? Aber wie groß ist der negative Gewinn? Der negative Gewinn ist genau gleich groß wie meine Fixkosten. Das ist mal das Erste. Und dann, was passiert dann? Dann passiert, dass mein Erlös wird immer größer. Mein Erlös wird irgendwie größer. Und meine Kosten werden geringer. Und irgendwann treffen sie die zwei. Da treffen sie die zwei. Und da ist was, da ist mein Umsatz gleich groß wie meine Produktionskosten. Und das heißt leider immer noch, dass ich keinen großartigen Gewinn mache. Ich mache nämlich einen Gewinn von 0. Ich mache keinen Gewinn, aber ich mache genau 0 Gewinn. Da mache ich zuerst einen negativen Gewinn, dann mache ich 0 Gewinn. Und dann darf man es irgendwie so weiterzeichnen oder so. So in die Richtung. Und das dann so. Und jetzt sehe ich in dem Bereich da zum Beispiel, dass mein Erlös größer ist als meine Kosten. Das heißt, in dem Bereich da, oder, mache ich Kohle, mache ich Gewinn. Da mache ich Gewinn. Ob da, oder, mache ich Gewinn. Und wo mache ich dann, stellen wir uns vor, das geht irgendwie so hoch wieder. So, stellen wir uns so vor. Schaut irgendwie grauslich aus, aber ist wurscht. Und stellen wir uns vor, mein Erlös geht auf und irgendwann kann ich nicht mehr 3 Milliarden Teslas kann ich nicht produzieren oder 70 Milliarden Fußballschuhe kann ich nicht produzieren. Deswegen, das fällt dann wieder ab einer gewissen Stückzahl wieder runter. Und da drinnen, wo der größte Abstand ist zwischen den zwei, da mache ich den größten Gewinn. Da mache ich nämlich den maximalen Gewinn. Da. Und irgendwann fällt auf einmal mein Umsatz wieder. Meine Kosten bleiben relativ gleich. Und genau dort, was passiert da wieder? Dort habe ich wieder keinen Gewinn. Und deswegen ist da ganz ein typisches Szenario für so eine Gewinnfunktion, wenn ich das jetzt da verbinde, schaut zwar richtig grauslich aus, aber ist wurscht. Wenn ich das jetzt da so verbinde und dann versucht man das irgendwie so rund hochzuzeichnen, dann schaut so eine Gewinnfunktion in ganz vielen Bereichen so aus, dass ich am Anfang einen negativen Gewinn habe, dann habe ich eine, einen Gewinn, da mache ich einen geilen Gewinn, da mache ich am meisten Gewinn und da mache ich keinen Gewinn mehr. Und da gibt es ein paar wichtige Sachen bei dem. Erstens mal, das ist mal unsere Gewinnfunktion. G von X. Das ist unsere Gewinnfunktion, G von X. Und bei der Gewinnfunktion gibt es mal den Punkt, der Punkt, das ist der Break-Even-Point. Break-Even-Point. Da werde ich auch ein paar Sachen sagen, wo viele Sachen ein bisschen eigenartig erklärt werden oft. Das ist der Break-In-Point. Ab der Stückzahl mache ich Kohle. Das ist mal das. Beide Grenzen da, beide Nullstellen, ob da mache ich ja Gewinn, ob da mache ich keinen Gewinn mehr. Diese Grenzen der Gewinnfunktion, diese Nullstellen der Gewinnfunktion, also die Nullstellen der Gewinnfunktion, nennt man auch Gewinngrenzen. Gewinngrenzen. Ein sehr beliebtes Wort bei der Matura, immer aufpassen. Gewinngrenzen. Das sind zwei, gell? Wenn ich da jetzt zwei Nullstellen habe, ist in dem Fall sind das zwei. Der Break-Even-Point hat auf Deutsch einen Namen und der heißt dann, oder heißt die Gewinnschwelle. Das ist die Gewinnschwelle. Gewinnschwelle. Das ist die Gewinnschwelle. Und wenn ich mir die Gewinnfunktion noch anschaue, natürlich interessiert mich oft dann das da oben. Und weil das so wichtig ist, zeichne ich das nochmal kurz aus, so. Oder nein, los, kannst du da einzeichnen auch. Nämlich, das da oben ist natürlich der maximale Gewinn. Da wissen wir wieder,
Das ist g' von x ist gleich 0 zum einen. Aber dass es sich wirklich um ein Maximum handelt, ist g2' von x ist kleiner wie 0. Das ist einmal voll wichtig. Aber jetzt zeichne ich das wirklich dann noch aus, weil jetzt geht es nochmal um den Punkt oben. Das ist nämlich ganz typisch bei der Matura, ganz eine typische Wortlaute, die da jetzt vorkommen. Ich zeichne das jetzt nochmal aus. Ich mache jetzt so eine Gewinnfunktion nochmal kurz, damit man sich auf das nochmal fokussieren kann. Nämlich, wenn ich so eine Gewinnfunktion jetzt habe, schauen wir uns das an. Also, schaue ich irgendeine so schiere Gewinnfunktion. So. Dann haben wir gesagt, das ist mein maximaler Gewinn. Und der Punkt da oben, der Punkt hat ja eine x-Koordinate, so, oder? Und der hat eine y-Koordinate. Und jetzt ganz wichtig, bitte vergesst es nie bis zur Matura, nämlich von dem maximalen Gewinn, die x-Koordinate, das ist die sogenannte gewinnmaximierende Menge. Gewinnmaximierende Menge. Das ist die gewinnmaximierende Menge, das x, ja, das x. Und das y, darf man auch nicht vergessen, das ist der maximale Gewinn. Maximaler Gewinn. Wenn da bei der Matura steht, berechnen Sie die gewinnmaximierende Menge und du schreibst hier den maximalen Gewinn, kriegst keinen Punkt. Aber wenn du das richtig ausgerechnet hättest, du musst es richtig hinschreiben und umdreht genauso. Immer aufpassen. Wenn du bei der gewinnmaximierenden Menge auf einmal Kohle hinschreibst, kriegst du keinen Punkt. Wenn die Einheit falsch ist, kriegst du keinen Punkt. Du kannst draußen gehen. Das heißt, das ist total wichtig, dass man dann auch checkt, wo was wirklich ist. Also immer auch checkt mit dem Gewinn dazu. Und beim Gewinn gibt es auch noch eine Sache, die ich immer falsch schreibe, weil ich es jetzt mal wieder nicht weiß. Und das ist der Carnot'sche Punkt. Carnot'sche Punkt. Ich glaube, diesmal habe ich es sogar richtig geschrieben, ich weiß nicht. Aber scheißegal, wir sind nicht im Deutschkurs. Wurscht. So, das Carnot'sche Punkt. Und um den Carnot'schen Punkt jetzt nochmal gescheit zu erklären, ich habe heute, Anna, danke für das Beispiel, heute nochmal also ein Beispiel eingestellt. Das ist ein super Beispiel, da sind nämlich ein paar Sachen drin, die man auch mal verstehen muss. Um das Ganze jetzt nochmal zu verstehen, jetzt stellen wir uns vor, machen wir mal ein einfaches Beispiel, mein Kebabstandl wieder mit meine 3, wie mit meine 3 Euro, gell? Zum Beispiel so, meine 3 Euro. Und jetzt möchte ich mal gern den Erlös ausrechnen. Jetzt haben wir schon gesagt, ja, mein Erlös, wie kriege ich den? Ja, den kriege ich immer pro Stück, pro Preis und pro Stück kriege ich das dazu. Das heißt, die Formel für den Erlös ist nichts anderes wie was? Der Preis mal x. Das ist mal das Erste. Da habe ich mal meinen Erlös. Das Zweite ist, stellen wir uns vor, ich habe eine Gewinnfunktion, eine Kostenfunktion, das schaut so aus, 0,2x² plus 1000. Ich mache da als Kindergartenbeispiel, dass wir uns ein bisschen vorstellen können. Plus 1000. Okay. Und da wissen wir zum Beispiel, das waren die Fixkosten. Die 1000 waren die Fixkosten. Und die 0,2 waren die variablen Kosten. So. Und wenn ich mal zum Beispiel den Gewinn ausrechnen möchte, was da ich dann? Ein GeoGebra oder am Taschenrechner, was da ich machen? Erlös minus Kosten. Erlös heißt ja was? 3 mal x. Das heißt was? 3 mal x minus, und bitte, wenn ihr sowas habt, egal ob GeoGebra oder Taschenrechner, bitte vergesst nie die Klammer, weil sonst kommt immer ein Scheiß raus. Und das ist Erlös, das da, das ist der Erlös. Preis mal x ist der Erlös. Minus die Kosten. Und die Kosten sind 0,2x² plus 1000. Und warum ist das so wichtig? Weil die Klammer, das gilt ja für das Ganze. Und durch das passiert Folgendes, dass zum Beispiel dann solche Szenarien auszukommen, dass erstens mal die Gewinnfunktion negativ gekrümmt ist, also dass das ein negatives Smiley wird,
und dass da auf einmal dann steht minus 1000. Und das ist genau das Szenario, was wir zum Beispiel gehabt haben, dass wir zum Beispiel das da irgendwie mit minus 1000 haben, das genau am Anfang diese 1000 ich kompensieren muss, damit die da jetzt herkommen kann. Und jetzt möchte ich zum Beispiel mal, ich möchte gern ausrechnen den maximalen Gewinn. Okay? Ich möchte gern ausrechnen den maximalen Gewinn. Und die gewinnmaximierende Menge und so weiter. Und damit man jetzt das ausrechnen kann, müsste man was machen? G' von x ist gleich 0. Das könnte man ausrechnen. Ja, in dem Beispiel ist die erste Ableitung nicht so schwer. Da steht da 3 minus 0,4x, sowas in die Richtung, ist gleich 0. Wer erste Ableitung und so nicht mehr weiß, bitte nachschauen, ganz wichtig. Dann bringe ich das um. Dann steht da 3 ist gleich 0,4 und dann tue ich das x und dann tue ich es dividieren durch 4 Zehntel oder mal 10 Viertel. Dann steht da 30 Viertel oder 15 Halbe ist gleich x und das ist dann einfach 7,5. Wurscht, das ist dabei so wichtig. Mir geht es eher um den Werdegang. Jetzt weiß ich schon mal, hey Alter, bei 7,5 Menge, oder? Bei 7,5 Menge habe ich entweder ein Maximum oder habe ich ein Minimum. Damit das Ganze sich wirklich um ein Maximum handelt, haben wir gesagt, was? Die zweite Ableitung muss kleiner wie 0 sein. Naja, wenn ihr die zweite Ableitung macht, wo es nichts anderes ist wie die erste Ableitung von der ersten Ableitung. Und die erste Ableitung von der ersten Ableitung ist das da. Heißt, 3 fällt weg, minus 0,4 bleibt über. Und minus 0,4 ist definitiv kleiner wie 0. Daraus folgt, das Ganze handelt sich um ein Maximum. Jetzt weiß ich schon mal, Alter, also Maximum. Die 7,5 waren die gewinnmaximierende Menge. Und wenn ihr die 7,5 in die Gewinnfunktion da einsetzt bei x, dann kriege ich außer den maximalen Gewinn. Da werde ich jetzt nicht so viel rauskommen, weil das irgendwie ein Schweinsbeispiel ist. Aber wurscht. Aber das wäre der maximale Gewinn. Aber wir wollten jetzt nur den Carnot'schen Punkt machen. Und der Carnot'sche Punkt, entweder C oder CP, ist natürlich ein Punkt. So. Dann schreiben wir da her, damit ihr es nochmal gescheit sieht. So. Der Carnot'sche Punkt, der nimmt die gewinnmaximierende Menge her. Der nimmt die 7,5 her als gewinnmaximierende Menge, als x. Das heißt, da steckt die gewinnmaximierende Menge. Das Erste. Und als Zweites muss ich beim Carnot'schen Punkt wissen, ich möchte ganz oft in vielen Bereichen in der Wirtschaft, interessiert mich eigentlich gar nicht, wie viel Kohle das ich mache. Das interessiert mich eigentlich gar nicht, sondern mich interessiert oft mehr, um wie viel muss ich das Ganze verchecken, dass ich meinen maximalen Gewinn mache. Das heißt, mich interessiert oft viel mehr der Preis, um den ich das verkaufen möchte. Das heißt, was muss man machen? Man muss die 7,5 muss ich einsetzen in die Preisfunktion. Naja, in dem Fall habe ich ja immer einen fixen Preis. Das heißt, egal wie, was ich da einsetze, habe ich immer einen konstanten Preis mit 3. Das heißt, beim Carnot'schen Punkt schreibe ich dann einfach den Preis ein bei dieser Stückzahl. Hätte ich da jetzt natürlich ein x gehabt, minus 0,5x plus 3, dann hätte ich die 7,5 beim x eingesetzt, dann hätte ich rausgekriegt, um wie viel würde sich dann der Preis auswirken oder um welchen Preis würde ich das Ganze verkaufen, wenn ich beim maximalen Gewinn meine gewinnmaximierende Menge verwende. Typische Beispiel, Carnot'sche Punkt, sehr beliebt, weil da muss ich verstehen, was ist die Gewinnfunktion, was ist die Erlösfunktion, was ist das drin. Und da noch so, aber noch so ein einfaches Beispiel dazu, dass man das kapiert. Stellt euch vor, wir haben
eine Preisfunktion, dass man das checkt, eine Preisfunktion mit minus x plus 100, stellen wir uns vor, und ich habe einen maximalen Gewinn mit 200 und eine gewinnmaximierende, also maximal, also gewinnmaximierende Menge, Entschuldigung, gewinnmaximierende Menge mit 200 Stück und einen maximalen Gewinn von 200.000 Euro oder 200.000 Kohle, Geldeinheit. So, das wäre mein mein maximaler Gewinn, gewinnmaximierende Menge, maximaler Gewinn. Aber jetzt möchte ich dir zum Beispiel den Carnot'schen Punkt nur berechnen. Und der Carnot'sche Punkt heißt ja nichts anderes. Ich nehme das x her von meinem maximalen Gewinn, gewinnmaximierende Menge in dem Fall, 200. Oder da haben wir 1000 dazu. So. Und das y ist ja theoretisch der Preis an dieser Stelle. Wie viel kostet mir das? Das heißt P von 200. Oder was tue ich einfach? Ich setze den 200er da oben dann ein bei der Preisfunktion. Und das wird dann bedeuten, minus 200 plus 1000 ist gleich 800. Und was heißt das? Das heißt, wenn ich bei 200 Stück habe ich meine gewinnmaximierende Menge, wo ich am meisten Kohle mache. Und verchecken tue ich das Ganze nicht mehr mit 1000 Euro Höchstpreis, sondern die Nachfrage hat meinen Preis ein bisschen verändert auf 800 Geldeinheit pro Mengeneinheit. Das heißt, Carnot'scher Punkt, ganz beliebt, das Verständnis dazu. Wenn man das grafisch hat, dann muss ich natürlich die einzelnen Komponenten checken. Dann muss ich die Preisfunktion checken, dann muss ich die Erlösfunktion kapieren und dann muss ich natürlich die Gewinnfunktion kapieren. Vom Theorie-Input sind wir jetzt fertig. Wer jetzt dann noch irgendwelche Fragen hat dazu, nur jederzeit fragen. Aber ich stoppe jetzt einmal die Aufnahme und das kennst dann natürlich dann jederzeit nur fragen.